Na? Na? Alles gut? Ja, und bei dir so? Auch gut, danke. Was machst du? Ich habe jetzt gerade gesehen, dass irgendjemand hat mein Video runtergeladen und wieder hochgeladen auf seinen Kanal. Und das finde ich irgendwie nervig. Firas, du weißt aber, dass du Rechte hast als Urheber. Du hast dieses Video gemacht, das heißt, es ist dein Werk, damit bist du der Urheber und daraus ergeben sich Dinge, die eigentlich nur du darfst. So, und jetzt die Frage ist, ab wann handelt es sich um eine Urheberrechtsverletzung? Eine Urheberrechtsverletzung tritt eigentlich sofort dann ein, wenn du etwas, das urheberrechtlich geschützt ist, hochlädst, aber auch runterlädst. Komplizierter wird es halt, wenn du so einen Anbieter wie zum Beispiel Popcorn Time benutzt, ja? Weil die wiederum File-Sharing-Netzwerke nutzen. Du denkst, dass du den Film nur streamst. Tatsächlich nutzt Popcorn Time aber einen BitTorrent. Das heißt, in dem Augenblick, wo du den Film in Anführungsstrichen nur anguckst, lädst du auch gleichzeitig Dateiteile hoch und stellst die anderen Nutzern zur Verfügung. Aha. Und so tauchst du dann auch in so einem File-Sharing-Netzwerk auf. Und das ist nämlich das, wofür du dann eine Abmahnung bekommst. Wie hoch ist die Strafe beim Urheberrechtsverletzung? So eine Urheberrechtsverletzung kann schon teuer werden, weil gleich mit der ersten Abmahnung, mit dem ersten Brief meistens auch eine Geldstrafe kommt, ja? Aha. Aber easy, ins Gefängnis kommt man nicht so. Danke dir. Ja, gerne. Ist alles klar erstmal? Ja, erstmal. Erstmal. Ja, auf jeden Fall. Viel Glück damit. Okay. Ich muss weiter. Bis okay, dann, mein Lieber. Gut. Tschüss. Ciao. Bis dann. So, Freunde. Filme gucken im Internet geht nur bei den kostenpflichtigen Webseiten oder in Mediathek und Online-Radio. Du darfst deine Passwort vor dem WLAN nicht einfach so für irgendjemand geben und du solltest immer vorsichtig bei den Downloading, weil das bringt Strafe. Aber die Strafe bekommst du nicht per E-Mail. Falls du eine Strafe per E-Mail bekommen hast, dann lösch die einfach. Die Strafe bekommt nur per Post. Und du solltest immer Antivirus nutzen, damit du kein Problem in Zukunft bekommst. Und falls du Probleme hast, melde dich einfach bei der Verbraucherzentrale, die helfen dir. Das war für heute und sage ich für euch. Tschüss!